Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Meine L-Taste funktioniert wieder, mein Controller ist nicht kaputt, wobei ich sehr glücklich bin. So, erstmal wieder heilen. Und ja, beim letzten Mal haben wir Ilia. Ja doch, ich denke, so heißt sie jetzt, so lege ich mich jetzt fest. Endlich wieder gesehen, allerdings nur als Wolf und sie ist eine Schattengestalt, weil sie mitten im Schattenreich festhängt. Und wir sind am Hyliasee, wo sich, wir sehen es auf der Karte, die Quelle des Lichtgeistes befindet. Den müssten wir ja mal irgendwie kontaktieren, um ein tiefes Licht zu bekommen, dass wir wieder Strahlentau sammeln können. Das Problem, der Hyliasee ist ausgetrocknet. Warum? Das müssen wir jetzt rausfinden. Und der Dude da, der hat nichts Gutes vor, wenn er hier mit dem rumdüdelt. Da kommt so ein Schattenvogel. Das hier fällt mir gar nicht so gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aua. Ja, Fakt ist, ich kann ihn jetzt anvisieren. Das ist auch zwingend notwendig, denn wenn der jetzt gleich im Sturzflug auf uns losgeht, müssen wir eine Sprungattacke machen. Und sollten ihn treffen. Was? Komm her! Blubbel, blubbel, blubbel. Ey, diese Sounds im Schattenreich, ne? Sind schon ein bisschen abgespaced. Och, komm schon! Aua! Ist unfair, warum hat er Feuerpfeile? Keine Feuerpfeile. Noch nicht. Oder? Sag mal, gibt's denn das? Aber ich springe halt zu früh und dann macht er Rückzieher. Jetzt komm her. Ah. Ja. Du legst dich mit dem Falschen an. Ein bissiger Wolf. Ah, nein. Was ist los? Nicht so grob. Ja, noch ein Feuerfall direkt in die Fresse. So was habe ich gern. Also nicht wirklich, ne, aber. Da! Tja. Selbst schuld. Hey, ganz brav. Ist ja schon gut. Von nun an bin ich dein neues Frauchen. Hey, mit dem kommen wir mit Handumdrehen zur Quelle des Sees. Okay. Mach aber jetzt bloß kein Blödsinn mit, na. So, und wir dürfen jetzt fliegen. Ich darf jetzt diesen tollen Vogel steuern. Kann immer mal wieder mit den Flügeln schlagen, um kurzzeitig schneller zu werden. Das ist auch notwendig, um Gefahren, wie zum Beispiel den Kerlen da auszuweichen, die versuchen mich mit Flammenpfeilen zu beschießen. Das ist auch oder diesen Felssäulen, die hier abstürzen, einstürzen.
Es ist eigentlich relativ simpel. Es ist auch keine große Anstrengung. Manch einer mag hier vielleicht Probleme haben, aber ich sehe hier jetzt keine große Schwierigkeit. Es war knapp. Los! Ins Licht! Moment, ins Licht? Oh Gott, ich bin tot. Jetzt bin ich eindeutig tot. Ich bin ins Licht gegangen. Ihr seht da vielleicht schon die Wolfsstatue. Also eine Statue zum Heulen. Da komme ich allerdings erst später dran. Also nicht wundern, wenn ich da jetzt gleich einfach dran vorbeigehe, mehr oder weniger. Oh, sind wir etwa schon da? Dieser Flattermann ist ja richtig, das zu gebrauchen. Also dann, wo leben nun diese Zoras? Lass uns doch einfach mal suchen. Mann, ist das kalt. Beeil dich ein bisschen. Kalt? Wieso ist hier kalt? Na, du bist kein Zora. Was in der Welt machen diese Zoras eigentlich? Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Was kann denn nur passiert sein? Das kann ich, so kann ich ja wohl kaum arbeiten. Ugh. Ist das kalt? Ach, wenn es doch nur etwas wärmer würde. Wieso ist hier kalt? Ein kaltes Zora-Reich kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Bitte, ich komme da nicht rüber. So. Da drüben wäre nämlich die Wolfsstatue. Da kann ich noch nicht hin. Hier ist ja Schnee. Da ist ein, das ist Eis. Was zur Hölle? Was ist hier passiert? Ist etwa wieder jemand gekommen und hat das Zora-Reich eingefroren? Also sieht's aus. Jemand hat wieder das Zora-Reich eingefroren. Das darf doch nicht wahr sein. Geklaute Idee hier. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Ich habe gerade gedacht, ist das kalt hier. Und dann ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht gar keinen von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Zoras. Naja, Hinder ist so eine, die gibt nur Befehle. Was ihr jetzt daraufhin weiterinterpretiert, ist ganz euch überlassen. Da geht's nur, dass sie die Dominante ist. Von hier aus können wir nach oben. Wohin wir es? Ja, alles easy. Kein Ding. Wow. Eiszapfen. Ich weiß zwar auch nicht, was der genaue Sinn hinter diesem Sprung ist. Wow. Dieser Fail. Also, wie genau dieser Sprung funktioniert, dass wenn man... Also das... der Wolfsling in der Lage ist, solche Sprünge hinzulegen. Oh, wow. Der zweite Fail. Das war knapp. Oh, bin ich oben.
Ich weiß nicht genau, wie ich dieses Geräusch beschreiben soll, wenn ich im Schattenreich in den Kampf gerate. Ach, wen haben wir denn da? Meine Schattenfreunde. Und hier ist eine Besonderheit. Wir haben hier in der Mitte eine Wand, die die Reifen voneinander ein bisschen abtrennt. Das heißt, wir müssen den Einzelnen hier als erstes umlegen. Damit wir danach die anderen beiden gleichzeitig umlegen können. Sodass nicht einer übrig bleibt und wieder alle aufweckt. So. Jetzt gibt es auch hier ein Portal. Dann können wir ja endlich warpen. Und warpen ist hier rot geschrieben. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag mir einfach. Sag's mir einfach. Ich bring dich hin. Das soll jetzt ein kleiner Hinweis darauf sein, dass wir tatsächlich in die lichte Welt müssen. Denn... Guck mal da unten. Da sind die ganzen Zoras. Die sind alle eingefroren. Hey, das sind doch die Zoras, oder? Aber sieh dir das nur an. Was ist nur mit denen passiert? Und? Was meinst du? In diesem Zustand können wir doch nicht selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie nicht am wenigsten auftauen? Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt ja jetzt ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn uns was Kluges eingefallen ist. Ja, das soll auch ein Hinweis darauf sein, dass es ein Objekt gibt, das wir nutzen können, um die Zoras zu befreien. Und wer sich erinnert, wo es warm war, nämlich am Feuerberg, der findet dort auch recht schnell etwas oder erinnert sich vielleicht sogar an den Herabsturz eines warmen, glühenden Felsen, der da dieser hier ist. Autsch. Dieser Stein ist ja noch immer hier. Und anscheinend ist er noch ziemlich heiß. Ähnlich wie mit der Brücke warpen wir jetzt mit diesem Stein zur Zora-Höhle. Man bemerke übrigens, ja, ich bin immer noch Wolf, obwohl ich in der Lichtwelt bin. Es liegt einfach an der Macht der Schatten. Die fließt jetzt quasi durch die Adern von Link und verhindert, dass er zurzeit wieder normal wird. Ich muss jetzt einfach am Hylia-See dem Lichtgeist helfen, bevor ich wieder zu Mensch werden kann. So, und wenn jetzt dieser heiße Stein hier reinprasst, bricht das Eis und es schmilzt auch. Und die Fluten füllen das ausgetrocknete Becken wieder mit Wasser. Gar nicht mal so schlecht. Nur gewusst wie. Unglaublich, wofür man so einen heißen Stein alles verwenden kann, findest du nicht? Also dann, den Zoras ist fürs Erste geholfen. Gehen wir. Hier ist sich das Eis gebrochen. Da dürfte auch auch Wasser im Hylia-See sein. Also können wir auch zu diesem Lichtgeist, oder? Könnte man meinen. Okay. Ja. Ja, die sind noch alle ziemlich erschöpft. Ne? Verständlich. Mist, ich hab nie aufgepasst. Und? Alles in Ordnung? Geht schon irgendwie. Aber was ist mit unseren Brüdern im... Was denn unser Wasserfall? Ich glaube, bei den Zoras hier muss man wirklich auf die Körperstruktur achten. Jetzt sind. Ich bin gerettet. Warte bitte.
Na, wer kennt die Melodie? Schreibt sie in die Kommentare. Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Wir haben nicht unbedingt wir haben das nicht unbedingt gemacht, da wir euch helfen wollten oder so. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen. Und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast. Ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Ralis, nach Schloss Hyrule zu gehen und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Das war also der Zora in der Taverne. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, Held in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Ralis helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinem Sohn. Die Gabe des Wassers, das klingt irgendwie bekannt. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held? In der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen noch nicht unter die Augen treten. Vielleicht solltest du ja vorher noch dieses Land für die Welt des Lichts zurückerobern. Auf jeden Fall. Das war natürlich die... War das Sonate des Wassers? Aus Ocarina of Time? Wie hieß denn das Lied? Aber die war es jedenfalls. Die Warp-Melodie zum Wassertempel war das. Die Sheik einem in der Eishöhle beibringt. Das Wasser hat sich so schnell angefangen... Hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Du fließt jetzt bis zum Hyliasee. Warum lässt du dich nicht einfach mit der Strömung treiben? Ja, können wir machen. Hui! Platsch! Das klang jetzt aber nicht so gut. Alles cool. Ach ja. Ich musste das jetzt einfach mal machen. Ah ja, schon ist die Höhle wieder erreichbar. Perfekt. Oh, wir waren nur kurz irgendwie benommen. Na, auch schon wach? Sieh ruhig um, ich hab dir doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hyliasee bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Also, lass uns gehen. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Quelle des Lichtgeistes von Ranel. Firone. Ne, also Latuan war der erste. Das war also der, wo man nichts machen musste. Das ist direkt beim Dorf. Firone, Eldin und Ranel. Ah ja, ich sehe schon hier. Oh wow. Könntest du jetzt bitte einfach... Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangenen Lichtgeister, von den Göttinnen auserwählter Held. Du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, fülle es in diesen Tiegel. Ja, kennen wir. Jetzt den Tiegel des Lichts. Nice. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht. Ja, das kennen wir schon.
Die Sache ist einfach, die Jagd der Schattenkäfer hier erstellt sich etwas schwieriger. Denn schaut mal, die sind über den See, den kompletten Fluss verteilt bis nach dort oben hin. Und jetzt schaut mal, da befinden sich sogar welche in Hyrule. Und das wird ein lustiges Unterfangen, diese Schattenkäfer alle zu sammeln. Wie wir von hier wieder in die, nach Hyrule kommen und die Schattenkäfer sammeln, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage Tschüss, euer Onion.